Juhu. Ich wollte ein Unboxing machen. Ein An- und ein Unboxing. Von den zwei Überraschungstüten von A-Asam. Da sind ja drei Produkte von A-Asam drin, dann einen von Flormar und einen von UA oder irgendwie sowas, irgendein Haarprodukt. Das Paket ist angekommen, wie man sieht. Ist auch nicht gerade klein und ich fand es auch schwer. Ich war überrascht, dass das angeblich nur 700 Gramm wiegt. Ich finde es deutlich schwerer. Und ja, es wird interessant, das zu filmen, weil ein gewisser Ehemann meinen Ständer für die Kamera versteckt hat. Dementsprechend nicht wundern. Bis gleich. Fangen wir erstmal damit an, das verdammte Ding aufzuschneiden. Habe ich irgendwie gerade ein Wort nehmen? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, was sieht man? Ja, meine Hand, toll. Das ist ein relativ hohes Paket. Klappe ich euch mal auf. Im Moment sieht man nur das. Nochmal hoch. Dann kommt mir als erstes entgegen Pier und Karamell, also Birne und Karamell, Peeling, Zuckerpeeling. Bin ich mal höchst gespannt drauf, ist das zu? Das riecht trotzdem durch, aber ein Riesenpott, wie man sieht, 500 Milliliter. Das Schöne ist, ich habe ja kein Display in der Filmrichtung. Das ist ja toll, oder? So. Jo, die erste Tüte. Da, die erste Tüte. Ja. Tüte. Aufmachen. Tüte. Wir fangen. Ach ja, DCM habe ich auch noch vergessen. Das ist auch diese Partnerfirma. Also es sind vier Firmen und von Aasam sind drei Produkte und von den anderen drei Firmen jeweils ein Produkt. So, dann fangen wir mit dem Aasam an. Da kann man das sehen, ja, ne? Creamy Morgana. Das scheint wohl eine Blume zu sein. Dem ist mild. Ach, es ist ein Duschgel. Duschgel mit Vitamin E und Feuchtigkeit. Besonders gründlich. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Duft ist, aber ich würde mal sagen, tippen, blühen, ne? Okay. Nächste ist, das ist die Firma, genau. Das war mit das ganz mit den ganz vielen A's und U's. Ahuhu. Was bist du? Silent Finish, Organic Hair Care. Was? Das farblose Spray eignet sich als Trockenshampoo oder Stylingspray. Es gibt ihrem Haar zwischen den Haarwäschen eine saure Frische und zusätzliches Volumen. Okay. Hatte ich auch noch nicht. Moment, ich muss mal den Kater rauslassen. Der meint wieder, er würde hier reingehen. Weiter im Text. Also ein Trockenshampoo, was man gleichzeitig als Spray benutzen kann. Wer es glaubt. Das nächste ist von Aasam. Ah ja. Do. Ein Nachtkonzentrat, Retinol. Ist denn das? Bla bla, Deutsch. Nachtkonzentrat, hochkonzentrierte Spezialkur für die Nacht. Retinol unterstützt die Regeneration der strapazierten Haut über die Nacht und ist einer der bestuntersuchten Anti-Aging-Wirkstoffe zur Bekämpfung der äußeren Anzeichen der Hautalterung. Zusätzlich angereichert mit Peptidkomplex Onolein, der eine Strukturverbesserung der Haut bewirkt. Vitamin C, E und B3 sowie Panthenol. Jo, meine alte schlaffe Haut kann das gut gebrauchen. Nett. Weiter. Das ist von DCM.
eine Tagespflege, Intensivcreme mit Vitamin C, Hyaluronsäure. Ja. Gut, ich bin die nächsten Jahre wirklich ausgesorgt mit Tagescremes. Also ich brauche wirklich nichts kaufen. Deswegen freue ich mich ja auch ungemein über das Nachtserum, weil Nachtkram kriegt man jetzt nicht wirklich oft. Gut, es ist ein Anti-Aging-Wirkstoff, hygienische Verpackung, ohne Konservierung, Duft, PEG, Silikon oder Mineralöl. Das hört sich gut an. Gefällt sehr. Und ich gehe mal davon aus, auch das ist eine Neff-Neff. Ich würde mal sagen, so wie sich das anfühlt, Tagespflege, Feuchtigkeitspflege, freien Radikalen, Vitamin E, morgens auftragen. Intensiv-Day-Cream. Also ich persönlich würde fast sagen, es ist eher ein Serum, weil da drin sind 30 Milliliter. Ist ja jetzt nicht wirklich so viel. Ne? John, ein Riesenpott. Ihr wisst es eher als ich. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Dermacell Körpercreme Body Cream. Das sieht doch so aus, als könnte man das hervorragendst verschenken. Miff. Mal gucken, ob man das auch noch aufkriegt. Aber ich glaube, das spiegelt zu sehr, ne? Ja, und was denn? Traumhaft sahnige Körpercreme. Kosmetikforschung, luxuriöse Pflege, IBR, Domin, Chroma Care sowie Mandelöl und Shea Butter. Also Mandelöl und Shea Butter hört sich für mich persönlich jetzt deutlich besser an als IBR, Domin oder Chroma Care. Glattes Hausgefühl. Ja, drin sind 250 Milliliter. Sieht hübsch aus, kann man sehr gut verschenken. So, und jetzt kommt von Florama. Da freue ich mich eigentlich auch ganz drauf, aber ja, toll. Ein Fußpuder. Ja, okay. Viel erwartet, aber garantiert kein Fußpuder. Was soll ich dazu sagen, ey? Leute, was ist denn da drin? Ach, oh nein! Guckt mal. 10 Trenner. Gott, was für eine grässliche Scheußlichkeit. Also das Ding ist jetzt wirklich... Jo. Genau. 10 Relaxer. Wünsche Füßen und Zehen besonderes Floramalpflege. 10 Relaxer von Floramar. Entspannungsprogramm für Ihre Zehen. Auf wohltuender Weise werden diese entspannt, entlastet oder sanft gedehnt. Echt jetzt? Gott. Fußpuder. Fußpuder. Sanfte Pflege, angenehme Deodorierung und Frische, gerade für strapazierte Füße. Anwendung: geben Sie etwas von dem Puder auf die gereinigten Füße und massieren Sie das Puder sanft zwischen den Zehen, Zwischenräumen ein. Also quasi eine Fußcreme ohne Creme. Okay. Das war jetzt sehr interessant. Dann wollen wir die nächste Tüte mal annehmen, oder? Ich habe nämlich eine zweite bestellt. Jetzt hoffe ich mal, dass nicht das gleiche da drin ist. Welchen Knatschen. So. Nein! Es ist genau das gleiche. Das meint ihr jetzt nicht ernst. Ja, okay, selber schuld, ne? Okay, dann brauche ich ja dann wohl nicht auszupacken. Es ist genau das gleiche. Ich habe ja, ne, das Nachtkonzentrat habe ich gerne zum zweiten Mal. Die Tagespflege habe ich auch gerne zum zweiten Mal. Wie gut, dass ich mir zumindest das Körperpeeling gekauft habe.
Weil ich hatte gehofft, und dann nicht gerade auf die Gold-Serie. Da befürchte ich nämlich, dass die ziemlich parfümiert ist. Ich hätte gerne irgendwas mit Makaron oder mit Zucker oder, naja, hör auf dich zu beschweren. Nochmal einen. Nee? Das Fußpuder. Und jetzt kann ich mich echt tot duschen. Zumindest hat das Ding Pumpständer. Spender. Das war schon mal gut, aber. Jetzt bräuchte ich ein Weihnachtswichtelding, oder? Also wäre doch perfekt dafür. Für so ein. Wie nennt sich das? Schrottwichtel? Weil schon alleine das da ist. Okay, gut, es ist ein Überraschungsding und dementsprechend muss man halt damit leben, was dabei rumkommt. Was ist noch? Hier ist ein Beauty-Magazin, das brauche ich nicht. Das ist meine Rechnung, das brauche ich auch nicht. Bin ich zufrieden? Ja. Schade, dass es keine Fruchtgerüche sind. Das finde ich sehr schade. Aber völlig okay. Mein Problem ist, ich habe 5 cm Stoppeln. Was soll ich mit einem Haarspray? Trockenshampoo bin ich durch diese ganzen Boxen abgesichert. Also dementsprechend ist es jetzt nicht etwas, was mich wirklich vom Hocker haut. Das ist super. Da freue ich mich ganz extrem drüber. Das ist auch perfekt. Finde ich nicht schlecht. Also besonders bei Nacht-Serum. Das ist okay, bloß da hätte ich eben gerne einen anderen Duft gehabt. Aber, hey, kann ich zum Verschinken benutzen. Sieht schön edel aus, ist gut eingepackt, weil ich habe selbst noch einiges an Cremes und habe einfach auf... Ne, die haben, also Asam ist eigentlich so ein Ding, was sehr viele Frucht-Essgerüche hat und da hatte ich dann eben eher auf sowas gehofft. Zweimal perfekt für meine Mama vielleicht, für die Freundin meines Schwiegervaters vielleicht. Sieht gut aus, ist hübsch. Gut, Fußpuder, einen schon alleine, es ist schon irre und... Ey, die Dinger sind echt, also ich weiß nicht, der Fußpuder alleine wird ja noch gehen, aber das da? Auch jemand. Zehentrenner. Zum Relaxen. Ich hätte welche im Angebot. 2 Paar. Weil, sorry, ich stopfe da nicht meine Zehen durch. Gut. Das war meine beiden Überraschungen. Ach ja, das habe ich euch. Vorhin gerade schon mal gezeigt, aber ich hoffe mal, das wird jetzt gesehen, weil ich sehe halt nichts. Mein Display ist hinten an der Kamera. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr jetzt was seht und nicht irgendwie nur die Hälfte. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, aber das habe ich mir auch selbst bestellt. Ja. Überraschungsdinger eben. Jo. Würde ich nächstes Mal noch eine bestellen? Ja, aber halt nur eine, weil wenn ich zweimal das gleiche kriege, finde ich das jetzt nicht so witzig. Ich hatte eben auf einen anderen Inhalt gehofft. Was ich mit diesem komischen Haarspray mache? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss meine Beautybox für eBay packen oder so. So, genug gejammert, weil eigentlich gibt es nichts zu jammern, schon alleine. Das da. Die 2 und das da 2-mal ist vollkommen okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht viel schneiden. Ich hoffe, ihr kriegt genug zu sehen, weil ich habe mich hingesetzt, ich war faul. Und ja, tschüss, tschüss.